Weniger Auswahl. Ah, okay. Damit kann ich tauschen. Ja, diese Zeitmarke nervt mich. Während ich sagen muss, die Vororte sind sehr schön. Die gefallen mir außerordentlich gut. Die hauen halt so schnell ab und du kommst halt nie dazu, sie fertig zu machen. Oh, und der letzte Gegenstand, den wir kriegen können. Man kann ihn auch leider nicht ins Inventar ziehen, während die Sachen da sind. Man sieht halt, dass sie da sind, aber das war's auch. Blutgolem hat keine Seele, oder? Doch, hat eine Seele. Was kannst du so? Beschwörkunst haben wir eh schon. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, je weiter man vorankommt, umso weniger... Vergessenskarten kriegt man auch. Also die sind an und für sich ja schon relativ selten. Diese Karten aus dem unteren Deck. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Vergessenskarten an und für sich sehr selten sind. Ne, die maximale Skelett will ich gerne behalten. Skelettstufe, wo steht der denn? Ah, hier 14. Naja, passt noch. Hey, mein Klingkorn! Okay, Aufträge können anscheinend nicht verschwinden. Das ist natürlich gut, dass die nicht scheitern können dadurch. So. Klingelkorn erfolgreich geerntet. Ja, Verteidigung ist eher unwichtig für den Nekromanten. Das bisschen, was man an Verteidigung dazu kriegen kann, kann man eigentlich echt vergessen. Schwörkunst, ist auch nicht besser. Weil der maximal die Verteidigung, die du hast, sind eigentlich deine Skelette. Und selbst wenn du einen Wert von 20 hast, bringt dir das herzlich wenig, weil die Gegner halt so viel mehr haben, dass du einfach nur auf die Fresse kriegst. Eine Vergessenskarte bitte. Gibt's irgendwie nicht mehr. Ja, die wird ziemlich zusammengeschlagen, diese Rüstung. Läuft gar nicht schlecht. Ich guck mal ganz kurz, wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben gar nicht so viel davon, weil ich noch nicht so weit bin. Sind tatsächlich nur um die 70. Ich habe gedacht, ich bin schon weiter. Weil als ich das letzte Mal so diesen langen Weg gemacht habe, waren wir ja bei mehreren 100.
So, erfahrungsmäßig geht es auch wieder gut vorwärts. Wir nähern uns mit großen Schritten, ja mit kleinen Schritten. Wir sind bei 500. Ja, um die 120 kriegen wir immer für jeden besiegten Gegner. Oh, ich habe einen Trank gebraucht. Nee, ich habe keinen Trank gebraucht. Der nimmt die einfach. Ich finde, der nimmt die einfach nur zur falschen Zeit. Guck mal, wie schnell die, wie hoch unsere Regeneration ist. 9. Das ist eigentlich schon Kriegerregeneration. Aber wie so viel Regeneration? Brauche ich gar nicht. Naja, du machst das schon. Gerade die Magier machen auch richtig viel Schaden. Ich muss sagen, diese Türme sind schon ein bisschen abartig. Wenn das Lagerfeuer an einer richtig strategisch günstigen Position steht, könnt ihr da rein theoretisch aufs andere Ende der Karte mitschießen. Also so quasi, wenn ihr jetzt zum Beispiel im... Angenommen... das wäre jetzt ein kleinerer Loop zum Beispiel. Den habt ihr auch manchmal, diesen plattgedrückten. Und ihr habt das hier, dann könnt ihr diesen ganzen Bereich da einfach mit einschießen. Mit den Armbrustschützen. Wenn die jetzt wirklich noch bei Bossen helfen würden, dann wäre das wirklich abartig. Aber ich glaube, deswegen haben sie es auch nicht gemacht, dass die bei Bossen helfen. Kann ich halt mehr anfangen. Aber vielleicht schadet es auch nicht, ein ganz klein bisschen mehr magische TP zu haben. Bis ich hoffentlich... Ich habe auch nicht die Karte Falschspieler gekriegt bisher. Das kann man übrigens auch nur einmal lernen. Ich habe gedacht, okay, nimmst das. Wenn es dann wiederkommt, nimmst du es nochmal. Aber es ist tatsächlich so, dass du dieses... nicht Falschspieler. Dieses neue Überlegung was. Dass du das nur ein einziges Mal wirklich nehmen kannst. Und dann ist es quasi erlernt. Und dann kriegst du diese Fähigkeit in diesem Loop nie wieder. Ich habe einfach nur gedacht, ja, das könnte mir ja immer wieder, da könnte ich ja immer wieder neue Sachen rauskriegen, aber nee. Das haben sie anscheinend bedacht, dass du nicht 10-mal das gleiche, 10-mal neu überlegen kannst. Ein Ring, nee. Das wäre dann wahrscheinlich einfach zu einfach. Ich kriege auch gar keine Vergessenskarten mehr, oder? Nicht zufällig was Gutes. Ausweichen und mehr Stufe. Ehrlich gesagt, diese Hansel, diese Zeittypen kriege ich eh nicht platt. Es lohnt sich eigentlich gar nicht. Die, oh, ich glaube, ich habe ihn gerade getötet. Was habe ich gerade gesagt? Das Gute ist auch, dem Nekromanten ist das vollkommen egal, aber in Spinnenweben hängt, weil der beschwört seine Skelette ja trotzdem. Er kann halt nicht zuschlagen, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Ich habe eher das Gefühl, das ist ein Vorteil, wenn du als Nekromant nicht zuschlagen kannst. Aber ich mache immer 5 bis 7 Schaden mit meiner Faust, während die Gegner hier, der zum Beispiel gerade mal 1000 Leben hat, also ja. Ich musste nur unglaublich mit Schlägen eindecken und schon hat er keine Chance mehr. Ah, 20er, sehr schön. Ah, hier, das meinte ich. Einmal Beschwörkunst erhöht nochmal. Zwar keine Skelettstufe, aber immerhin 1% ist 1%.
Und hier ist auch nochmal die Beschwörkunst ein bisschen höher. Kein Ausweichwert, aber mir gefällt die Beschwörkunst. Und ausweichen bin ich jetzt nicht so drauf angewiesen. So, der ist auch hinüber. Naja, irgendwer greift das Skelett da vorne an, dann kommt das überhaupt nicht zum Angreifen. Ah, jetzt schon. Gut. Lass mir schön das Klingenkorn da. Wie viel Schaden macht das mittlerweile? 140 Schaden. Wieso das eine Seele hat, verstehe ich immer noch nicht. Seit wann hat Getreide eine Seele? Ach cool, vielleicht hat es ja eine, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Pflanzen reagieren ja auch auf ihre Umwelteinflüsse. Und auch wenn sie keine Augen haben, nehmen sie trotzdem bestimmte Sachen wahr. Wenn du zum Beispiel den Baum mit einer Axt fällst, anhackst und mit einer Axt wieder in seine Nähe kommst, dann empfindet dieser Baum tatsächlich Stress. Ich weiß nicht, wie sie es wahrnehmen, aber es funktioniert. Mach mal wieder eins von den Negern kaputt. Danke. Oh, eine Vergessenskarte. Na endlich. Schau, du scheiß Zeitbarke. Du bist scheiße. Der hab ich gezeigt. So toll wird der Ring nicht sein. Würde mich echt mal interessieren, ob die Entwickler damit gerechnet haben, dass man irgendwann quasi ein Maximallevel erreichen kann. Aber wer weiß, wie weit das noch oben liegt. Das könnte echt noch ein bisschen dauern. Und ohne diese Bonus-EP dauert das natürlich ewig. Dieser Ritter erinnert mich irgendwie ein bisschen so an Orgot, der Unbarmherzige von Yu-Gi-Oh! Läuft. Ich glaube auch, wenn man genug von diesen Stühlen vom Grafen hat, kann man bestimmt auch leicht perverse Werte erreichen in Sachen Life Leech. Du hast ja als Räuber automatisch 5%. Wenn du, sagen wir mal, 100 von diesen Stühlen hast in deinem Inventar. Das heißt, du würdest mit jedem Schaden, da brauchst du eigentlich gar keine Autoregeneration, weil immer wenn du Schaden austeilst, kriegst du den rein theoretisch immer gut geschrieben. Wenn du da noch einen richtig hohen Angriff hast. Übrigens, Krieger haben das, also ich habe es jetzt noch nicht beim Schurken ausprobiert, aber auch die haben unten diese, ich erschöpfe Leiste, diese Stamina. Das heißt, du kannst deinen Angriff leider nicht endlos erhöhen, weil irgendwann bist du erstmal erschöpft und dann brauchst du eine Pause und ja, halt nicht so prickelnd. Oh, fast wieder geschafft. Wie viel Regeneration habe ich denn jetzt eigentlich? 3,8. Aber ich sehe gleich, nach diesem Kampf haben wir ein neues Level. Wahrscheinlich schon während dieses Kampfs. Auch wenn ich gerade ordentlich auf die Fresse krieg. Ich teile natürlich trotzdem aus. Level up, was kriegt's denn jetzt?
Ey, ich krieg nur blöden Mist. Lass mal, nehmen wir mal das. Für den Fall, dass ich doch plötzlich mal drauf gehe. Sollte das ja eigentlich sicher sein, oder? Klar, die Truhe schützt es auch nochmal, aber trotzdem. Okay, jetzt brauche ich schon 93.000 Erfahrungspunkte. Ja, das könnte ein bisschen dauern, bis ich das zusammenbaue. Und ich habe immer noch nicht das gekriegt, dass ich mehr magische TP kriege. Voll blöd. Und neue Überlegungen habe ich auch noch nicht. Ich glaube, es gab eine Liste, was es alles für Fähigkeiten gibt. Ich weiß aber nicht, wie ich... Ich weiß aber nicht... Ich habe die mir nur beim Krieger angeschaut, tatsächlich. Oh Gott, wurde der wurde zusammengeschossen mit dem Bögen. Mit den Armbrüsten. 32 Schaden. Wow. Also die sind jetzt nicht mehr wirklich hilfreich. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann ich mich gerade auf die nicht verlassen. Weil der Schaden einfach so gering ist, den die austeilen. Es ist zwar ein netter Bonus, aber eigentlich nutzlos. So ziemlich. Habe ich jetzt auch wirklich was im Lager gelassen? Bin mir da nicht so ganz sicher. Naja, doch, ich glaube, ich habe zwei Schädel auf jeden Fall zurückgelassen. Ja, es ist schon auf Loop 17. Man merkt, dass Skelette schon mal richtig hässlich werden. Weil die einfach nicht kaputt gehen. Und jetzt stellt euch mal vor, die hätten noch zusätzlich eine Regeneration. Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dann teilweise dauert. Ich glaube, der eine Kampf hat mal 5 Minuten gedauert, bis ein Skelett tot war. Und dann ging es erst vorwärts, weil dann alle sich auf eins konzentriert hatten. Aber das ist nicht gut. Skelette in späteren Loops nicht mit Vampiren kombinieren. Das ist so schlecht. Ich glaube, er greift mich an. Oh, diese Schäden. Na, jetzt haben die auch Bogenschützer auf ihrer Seite. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Geschwindigkeit nicht noch mehr erhöhen kann. So, auf 20-fach. Das ist dann ja eigentlich für solche Sachen hier wirklich gut. Wenn du wirklich einen mega langen Loop machen möchtest. Was heißt denn das hier? Das sind Teile, glaube ich. Das sind ganze Dinger. Oh, das da unten? Niedrigste Ressource wären 7 tatsächlich. Wenn man von Stücken absieht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das war schon nicht schlecht. Maximal Skelette. Ja, auf Ausweichen pfeifen wir jetzt einfach mal.
Fast, ich habe vergessen. Ich überlege gerade. Gibt es irgendwas, was mir in letzter Zeit so ein bisschen auf den Sack gegangen ist? Eigentlich nicht. Könnte aber den hier machen. Kommen wir jetzt so mit dem hier. Ja. Klingenkorn lässt sich sehr gut wegschneiden. Von daher passt das. Die Wachen dreschen das Korn. Die Skelette und die Jäger sensen es ab. Sollte eine gute Kombination sein. Ich könnte da noch ein Heim hinbauen. Das dürfte passen. Vielleicht einfach noch ein paar von diesen Klingenkörnern, einfach nur, dass ich ein bisschen Essen reinkriege noch. Auf die Quests bin ich ja eigentlich überhaupt nicht angewiesen. Die machen es an und für sich nur schwerer und du kriegst eh keine Erfahrungspunkte dafür. Im Gegenteil, du kriegst einfach nur auf die Fresse. Okay, ich weiß schon, was ich mache. Okay, es passiert nichts. Dann brauche ich jetzt ein Feld. So, das Skelett ist ziemlich kaputt. Jetzt ist es ganz kaputt. Ich will keine Vororte, ich hätte gerne ein Feld, ein Weizenfeld. Ja, genau, so ein Ding. Ja, jetzt mach bitte mein Vergessensding nicht weg. Ja, danke. So, dann kann ich mich nach und nach ein paar von diesen Feldern noch erzeugen. Ich frage mich, ob ich jetzt langsam mal alle Karten so kennengelernt habe, die es gibt. Oder ob mir immer noch welche fehlen. Na, ja, das ist halt das Problem, wenn du Questgegner hast. Oh ja, wenn ihr dann auch noch so ein Skelett habt, was ihr fast nicht kaputt kriegt, und dann ist das auch noch ein Auftragstier, was sowieso noch 200% mehr Leben hat, dann wird es so richtig eklig. Da habt ihr nicht nur Gegner gegen euch, die sich ungefähr so schnell heilen, wie ihr sie verletzt. Dann habt ihr auch noch einen super Gegner dabei, der noch super viel aushält. Und da ihr ja nicht bestimmen könnt, dass ihr sagen könnt, alle Skelette konzentrieren sich jetzt auf den da, ist das einfach nur widerlich. So, noch ein Weizenfeld und ein Vergessensfeld bräuchte ich. Auch wenn ich nicht zusätzlich magische TP krieg. Oh, ich hab. Ah, das war die Sinti. Ne, Moment, ich verliere dann wieder einen, sehe ich gerade. Welchen neuen.
was Neues kriegt. Deshalb habe ich nicht mehr als 7 gekriegt. Ich verstehe. Ich dachte immer, man kann nicht mehr sammeln. Ja, man kann nicht mehr sammeln, weil man dann immer wieder einen Gegenstand verliert. Oder habe ich den jetzt schon abgegeben? Da muss ich gleich mal nachschauen, wenn wir im Lager sind. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob ich da jetzt abgegeben habe und jetzt deshalb was Neues gekriegt habe. Wo bin ich? Warte mal. Nee. Scheint nicht so zu sein. Was ist denn? Alles mitnehmen? Ach, okay. Ich kann die Schädel... Keine Ahnung. Ist ja nicht notwendig. Einfach mal gucken, wie weit wir diesen Loop hier vorantreiben können. Wie gesagt, ich war schon bei um die 30. Und hätte ich ja nicht das Problem gehabt mit der Kombination aus Skeletten und Vampiren, dann wäre ich wahrscheinlich noch problemlos weitergekommen. Ich muss aber auch sagen, auf dem Aufnahmerechner läuft das Spiel deutlich besser. Gut, noch ein verwildertes Feld. Dann habe ich jetzt eigentlich soweit alles erreicht, glaube ich. Nee. Wie viel Beschwörkunst habe ich? 59, ja, das ist eigentlich ein guter Wert. Ich hätte gerne noch mehr Maximalskelette, aber 5 Stück ist eigentlich schon okay. Sind beides Auftragsziele auch noch. Das Gute ist, dass er da hinten eigentlich nicht zum Zug kommt, weil er immer wieder angeschlagen wird. Okay, jetzt schon. Wenn sie ein brüchiges Skelett werden, dann zählt das leider nicht mehr.